Ich bin Jonas Wagner. Und ich bin Björn Schlüter und wir zeigen dir gleich einen tollen Trick, wie du wunderbare professionelle Höhen in deinen nächsten Mix reinkriegst, ohne dass es harsch wird. Jetzt in deinem Adventskalender. Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einem weiteren Kläppchen hier in deinem Adventskalender. Ich sitze hier an der Seite von meinem Freund, den goldenen Ohren von Holtweg, Björn Schlüter, seines Zeichens Mastering-Engineer. Und Björn rief mich neulich an und sagte, ich habe den ultimativen Trick, wie du wunderbare seidige Höhen in deinen nächsten Mix reinkriegst. Und weil ich gedacht habe, ja, das interessiert ja nicht nur mich, sondern dich vielleicht auch, bin ich extra nach Holtweg gefahren und habe gesagt, das zeigst du uns mal vor der Kamera. Was steckt genau hinter dem Trick? Das ist eine besondere Form der Parallelbearbeitung. Okay. Und wie das ganz genau funktioniert, ist nämlich ganz einfach, das zeige ich euch jetzt direkt in der Session. Okay, Stift und Zettel beiseite legen und jetzt mal zugucken. Wir sind hier in Studio One, hier oben seht ihr den Mix und hier den Kanal. Und weil wir eine Parallelbearbeitung machen, brauchen wir auch einen parallelen Kanal. Also in dem Fall einen Effektkanal, den ich hier hinzufüge. Und auf diesem Effektkanal brauchen wir drei Plugins. Und wir beginnen direkt mit der Magie sozusagen, nämlich mit dem Tool Fresh Air. Magische Zutat. Genau. Der Feenstaub in dem Fall. Fresh Air von Slate Digital, ein kostenloses Plugin. Das heißt, ihr könnt das auf jeden Fall nachbauen. Und wir haben Link hier, unten in der Videobeschreibung. Genau. Und wir haben hier im Prinzip auch nur zwei Regler, die uns interessieren. Ja, mit dem könnt ihr das hier gleich schalten. Könnt ihr auch einfach beide gleichzeitig drehen. Mhm. Ich schalte das hier mal gleich. Das heißt, wenn ich hier drehe, gehen beide hoch. Und ich schalte das jetzt hier einfach mal auf Pi mal Daumen 30. Ja, erstmal. Also das ist ein, für alle, die sich jetzt fragen, was das ist ein, naja, Exciter, sie selber nennen es High Frequency Dynamic Processor. Also der macht was in den Höhen. Ja? Sagt der Name ja schon, frische Luft, genau. Frisch Air. Frische Luft. Genau. Und ich hau hier mal ordentlich was rein, aber ihr könnt da jetzt auch 35 einstellen oder 29, das ist völlig egal, soll uns nicht weiter beschäftigen. Mhm. Als nächstes brauchen wir einen Equalizer. In dem Fall nehme ich den FabFilter Pro-Q 3. Mhm. Und ganz wichtig, Linear Phase, ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, bei Parallelbearbeitung einen linearphasigen Equalizer zu benutzen. Okay. Und hier erstelle ich einen Low-Cut, aber darf man den überhaupt noch Low-Cut nennen, wenn er bei, haltet euch fest, 10 Kilohertz. Machen wir aus dem Low-Cut jetzt ein High-Pass, ist ja quasi das Gleiche. Genau, ein High-Pass. Das heißt, wir wollen wirklich nur die Frequenzen oberhalb von 10 Kilohertz, beziehungsweise in dem Fall haben wir einen relativ weichen Filter hier mit 12 dB pro Oktave. Mhm. Müsst ihr euch nicht weiter drum kümmern. Ungefähr 10 Kilohertz könnt ihr hier einstellen. Wichtig eben linear Phase, damit wir bei der Parallelbearbeitung uns keine Phasen rein. Wenn ich keinen linear phasigen Equalizer habe, kann ich dann einen normalen nehmen? Du würdest das wahrscheinlich als Mastering-Engineer nicht machen. Ich würde es nicht unbedingt machen. Es kann aber auch sein, dass das mit einem nicht linear phasigen EQ trotzdem funktioniert. Mhm. Da müsst ihr dann einfach hören, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, bei Parallelbearbeitung würde ich immer, gerade bei so einem heftigen Einschnitt, ne, 10 Kilohertz, das heißt, wir haben die Hälfte des hörbaren Frequenzspektrums alles weg. Ja. Ne? Also von 20 bis 10 Kilohertz ist alles. Und wenn du mich fragst, 80% vom wichtigen Teil sogar. Genau, ab einem gewissen Alter mindestens 80%. Also ausprobieren auf jeden Fall empfohlen, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt auf jeden Fall einen Linearphasing. Ganz genau. Ne? Den, wie gesagt, einfach ungefähr bei 10 Kilohertz da einen Low-Cut oder einen High-Pass machen und auch hier Set and Forget, wie der Engländer sagt, also einstellen und lassen. Und ganz wichtig auch für diesen Trick ist am Ende der Kette, da kann man jetzt sagen, entweder nimmt man einen Kompressor oder in meinem Fall, ich will es heute extrem zeigen und extrem machen, ich nehme einen Limiter und auch hier wieder für die eifrigen Zuschauer des Recording-Blogs, die kennen das Tool wahrscheinlich schon, der Loud Max ist auch ein kostenloser Limiter, sieht sehr ähnlich aus wie ein Limiter von Waves, funktioniert auch ähnlich. Stürzt aber nicht so oft ab. Ganz genau. Habe ich das gesagt? Grundsätzlich wollen wir ja nicht erklären, wie der Limiter funktioniert. Ich stelle jetzt hier auf Link, das heißt, wenn ich den Threshold runterdrehe, geht auch gleichzeitig der Output runter. Mhm.
weil ich möchte mit dem Limiter nicht, dass es lauter wird, sondern er soll eben nur gewisse Peaks abfangen. Mhm. Ja? Und ich stelle ihn jetzt einfach hier mal so ein, dass der hier gleich gute zwischen 6 und 12 dB Peaks abfängt. Das heißt, ist der Punkt, wo wir jetzt aber auch mal hören würden oder gucken würden. Ne? Ganz genau. Und dafür müssen wir natürlich das Signal erstmal auf den Effektkanal draufschicken. Genau. Studio One. Der Send. Geht das ja hier über Sense FX1. Der Vollständigkeit halber können wir das ja auch schon mal Air nennen, sehr weil gut, wir wissen natürlich, es geht hier um Fresh Air und leider macht Studio One den Sendpegel immer auf -6. Wir wollen hier das... Warum auch immer. Wir wollen hier das volle Signal. Dazu drücke ich einfach Steuerung oder Command beim Mac, drück drauf und zack, wird aus -6 0 dB. Perfekt. Ohne, dass wir was gemacht haben. Wieder einen Trick gelernt. Und was jetzt hier genau passiert, ich würde sagen, ich mache den auch erstmal aus und ziehe hier den Fader runter von unserem parallelen Kanal. Das heißt, wenn ich jetzt auf Play drücke, hören wir erstmal den Mix, so wie er ist, ohne die Parallelverarbeitung, nämlich den schönen Song Without Me, den auch viele kennen werden. Ja, hier aus dem Recording-Blog, ne? You've been thinking of wunderbarer Song. Erstmal, gefällt mir immer noch gut. Klingt auch super. Was jetzt für den Trick in dem Fall ein bisschen wichtig ist, es geht hier um Höhen. Ja. Und beim ersten Hören ist mir direkt aufgefallen, okay, da sind Höhen, aber jetzt nicht überproportional viele. Mhm. Aber da ist immer so ein Shaker drin, den man ganz gut wahrnimmt. Mhm. Ne? Und der Shaker wird mehr oder weniger gar nicht lauter durch unsere Bearbeitung. Mhm. Das heißt, in dem Fall verändern wir die Höhen nicht, sondern wir unterstützen die Höhen mit einem eher durchgängigen, mit einer Hauchigkeit, ohne, wie du schon gesagt hast, harsch zu werden, ohne dass die Impulse, die Transienten eben raushauen. Super. Was genau dieser Trick macht, würde ich sagen, hören wir uns erstmal an und dann sprechen wir drüber. Das heißt, ich drücke nochmal auf Play und fahre hier den Fader mal langsam dazu, übertreibe es zwischendurch auch ein bisschen, damit das alle gut hören können. Ja, los geht's. You've been thinking of Wahnsinn, oder? Selbst der alte Mann hört irgendwie. Vor allem ist es total, es ist überhaupt nicht harsch oder nervig oder sonst. Es ist einfach nur mehr da irgendwie. Genau. Wahnsinn. Kannst du den Air-Kanal mal auf Solo schalten, damit wir mal hören, was eigentlich dazu gefahren wurde jetzt? So, jetzt einmal nur die frische Luft. Es ist tatsächlich dieses, was du gerade gesagt hast, dieses neben dem Shaker. Also der Shaker bleibt, wo er ist irgendwie und klar wird er ein bisschen lauter, weil wir parallel was dazufahren, aber insgesamt kommt dieses, also toller Trick, gut, dass ich hergekommen bin. Natürlich. Und das Schöne ist, du kannst es nicht nur auf deinem gesamten Mix benutzen, sondern du kannst es auch auf deinen Vocals benutzen, auf deinem Schlagzeugbus, quasi überall, wo du diese Luftigkeit, diese Hauchigkeit haben möchtest. Super. Und wenn ich jetzt keinen fertigen Stereo-Mix schon vorliegen habe, so wie hier, dann und das bei einem richtigen Mix machen möchte, also wenn ich komplett alles nochmal mische und dann auf den Masterbus drauf schicke, dann kannst du das da auch machen. Du musst nur darauf achten, dass du dann halt deinen kompletten Mix nicht direkt auf den letzten Bus drauf schickst, auf den Main- oder Masterbus, sondern einen vorgelagerten Bus machst. Ich nenne den dann immer Pre-Master, da kommt dann auch meine Master-Kette drauf. Und wie du das Routing dafür machen musst, das habe ich dir in diesem Video schon mal erklärt. Da kannst du mal reinschauen und da sehen wir uns dann. Ich danke dir für die Erklärung. Sehr gerne. Wunderbar. Ich muss mal direkt in mein Studio. Los geht's. Tschüss.